Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Im letzten Part haben wir weitere Quests gemacht, diesmal aber in der Tephra-Höhle. Und haben dort alle bisherigen Quests abgeschlossen. Und machen jetzt heute in Kolonie 9 wieder weiter, da wir nun doch durch die Quest in der Tephra-Höhle die Stadt auf 3 Sterne gebracht haben, wie man hier sieht. Und ich habe eh noch eine Quest hier zum Abgeben. Und deshalb wollen wir jetzt erstmal die Tanzäpfel wieder abgeben. Und das mal auf Tag stellen. So. Hey. Ihr habt sie? Wirklich? Oh, ich danke euch. Und ihr kommt gerade rechtzeitig. Ich habe eben den letzten meiner Tanzäpfel in den Topf geworfen. Ihr habt mir mein Geschäft gerettet. Hoffentlich konnte ich eurer Bitte zufriedenstellend nachkommen. Das war ein voller Erfolg, Melia. Kommt vorbei, wann immer ihr Hunger auf Curry spürt. Euer Essen geht aufs Haus. So, das Curry-Problem abgeschlossen. So, und wir bekommen direkt von ihm eine neue Quest. Darf nicht schlapp machen. Ich bin gerade so gut in Fahrt. Bloß nicht ausruhen. Darf ich euch eine Portion anbieten? Oder vielleicht 5? Ah. Das tut weh. Ha. Ha. Paola. Was? Was ist los? Ich soll müde und abgekämpft aussehen? Ich arbeite zu viel? Ha, sicher fühle ich mich etwas müde und schlapp. Aber die Zeiten sind hart und ich brauche das Geld. Für meine kleine süße Tochter schiebe ich gerne Überstunden. So, überarbeitet, unterbezahlt. Das ist jetzt eine neue Questreihe hier. Und ich werde zuerst mal mir die schnell raussuchen. Also, da haben wir sie doch. Okay. Lieb von euch, dass ihr euch um mich sorgt. Aber ihr braucht wirklich keine Gedanken. Ihr braucht euch wirklich keine Gedanken zu machen, klar? Okay. Ah ja gut. Wir sollen ja nur 3 Armamilch finden. Ich schaff das schon. Ich stehe das durch. Sowas haut einen gestandenen Kerl wie mich nicht um. Nun, falls ihr mir wirklich helfen möchtet, ich könnte etwas frische Armamilch gebrauchen. Sie ist sehr nahrhaft und sollte mich bei Kräften halten können. Aha, okay, gut. Dann dürfen wir jetzt Armamilch finden. Und dafür gehen wir hier zum Strand. Holen uns hier erst noch die Sammelitems. Wer weiß, ob wir die später noch brauchen. Oder uns auch mal einige. Dann ein kleiner Umweg und die werden noch schnell geholt. Ah, der Boss hier ist außerdem wieder aufgetaucht, zwischenzeitlich. Aber lasse ich jetzt erstmal in Ruhe, weil der ist jetzt eh so unterstufig, dass die Items, die er droppen kann, nicht wirklich nützlich sind. Und ihr
dürfen hier jetzt auch gleich bei den Armas ankommen. Da haben wir sie. Und genau von diesen bekommen wir die mit. This represents no problem whatsoever. I don't have time for small fry. Okay, let's sort this out nice and quickly. Franklin, bolt! Just a little more. Keep it up, everyone. Have you realized our true power? Let's press on. Let's keep on going like this, guys. Your days are numbered. Let's take this victory together. Let us hurry onwards. So, dann verschärmer mich einmal. Na gut, okay, jetzt haben wir einmal. Dann heißt es noch ein paar mehr davon. Umknüppeln. So. This represents no problem whatsoever. Leave this to me. Okay, let's sort this out nice and quickly. Okay, wieder nur dreckiger Pelz. This represents no problem whatsoever. Leave this to me. Okay, let's sort this out nice and quickly. So, hier müssen wir definitiv eins drin haben. Genau. Und noch eine letzte. This represents no problem whatsoever. Leave this to me. Okay, let's sort this out nice and quickly. Und alle drei. Dann wieder zurück zu Giorgio. Hey. Hey, ihr habt mir tatsächlich welche gebracht. Vielen Dank. Nun, dann kann ich ja mit Volldampf weiterarbeiten. Schon gut, schon gut. Ich werde es etwas langsamer angehen. Die Sache ist nur die. Die Leute hier lieben mein Curry. Ich darf sie einfach nicht enttäuschen. Das Wohl meiner Kunden liegt mir schließlich am Herzen. Wichtig ist nur, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen. So, dann haben wir das hier abgeschlossen. Und wir bekommen von ihm die nächste. Gut, dass ihr hier seid. Lädt mir kurz euer Ohr. Ich würde euch gerne um einen Gefallen bitten. Bitte erklärt euch. Melia, ich erlaube mir, mitzuhören. Es ist mir eine Ehre, Dunben. Lasst uns gemeinsam herausfinden, wo das Problem liegt. Ihr wisst sicher, worauf ich hinaus will. Habt ihr recht? Es geht um Paola. Sie fühlt sich in letzter Zeit zu einsam. Könntet ihr nicht zu ihr gehen und etwas mit ihr spielen? Ist das nicht eigentlich deine Aufgabe? Ach, kommt schon. Das ist nicht fair von euch. Paola kann euch gut leiden. Ihr würdet ihr damit wirklich eine große Freude machen. Okay, sehr schön. Ich bin mir sicher, dass sie sich über euren Besuch freuen wird. Wir nehmen uns eure Sache an. Auch ich werde mein Bestes geben. Okay, dann wollen wir zu Paola. So. Jetzt hoffe ich nur, dass ich mich nicht vertan habe und hier Narin rumrennt. Eine 50-50 Chance. Ich natürlich die falsche. Hier ist Paola. So. Ihr seid extra gekommen, um mit mir zu spielen? Klasse. Ach, ich verstehe. Papa hat euch sicher darum gebeten, nicht wahr? Warum kommt Papa nicht selbst vorbei, um mit mir zu spielen? Vielleicht bin ich keine gute Tochter?
Das wird sein. Ich sollte mich nützlich machen und ein paar Monster vertrimmen. Am Klippensee treibt sich ein Teufelshase herum. Aber das werde ich allein bestimmt nicht besiegen können. Würdet ihr vielleicht an meiner Stelle dagegen kämpfen? Ich werde Papa beweisen, dass ich eine gute Tochter bin. Wenn ich etwas Gutes tue, wird ihn das sicher davon überzeugen. Für euch ist dieses Teufelshase doch ein Klacks, oder? Ihr werdet mir doch helfen, oder etwa nicht? So. Dann Teufelshase. War beim Klippsee. Der ist hier hinten. Dann wollen wir... Ja. Machen wir den etwas seltsameren Weg. So. So kommen wir etwas bis in die Richtung. Dürfen wir etwas suchen, weil der Teufelshase hier, glaube ich, nicht sonderlich häufig anzutreffen ist, also nicht viele davon. Das heißt, erstmal ein bisschen rumsuchen. Hier gibt es Müllhase, Knöchelhase. Bringt auch nicht viel. So, hier oben. Da haben wir den Teufelshase. Perfekt. This represents no problem whatsoever. Okay, let's sort this out nice and quick. I don't have time for small fry. Okay. Das ging leichter als erwartet. Dann wieder zurück zu Paola. Hier. So. Hui, ihr habt dem Teufelshase die Löffel angezogen. Die gesamte Kolonie wird sich nun sicherer fühlen. Und ich kann voller Stolz behaupten, meine Freunde haben das fiese Teufelshase besiegt, oh ja. Hoffentlich konnten wir eurer Bitte zufriedenstellend nachkommen. Glaubt mir, in der Kolonie wird man euch dafür dankbar sein. Danke, dass ihr Zeit mit mir verbracht habt. Hat Spaß gemacht. So. Und dann dürfen wir jetzt wieder zurück zu Giorgio. Und hatte meine Kleine Spaß? Gut gemacht, Freunde. Ihr habt mir einen großen Gefallen getan. Hoffentlich konnte ich eurer Bitte zufriedenstellend nachkommen. Keine Sorge, du hast deine Aufgabe vorrangig bewältigt. Ihr schaut doch sicher wieder mal... Halt, Moment, was rede ich da? Ich bin derjenige, der mehr Zeit mit dir verbringen sollte. Ich muss weniger an mich, sondern mehr an Paola denken. Ich danke euch trotzdem, dass ihr mich heute vertreten habt. So, liebe Paola, abgeschlossen. Und Quatschigens bekommen. So. Okay, dann haben wir das auch abgeschlossen.
Und dann... geht's jetzt wieder mit Suchen los, ob wir jetzt wieder eine Quest freigeschaltet haben. Also, ob wir jetzt durch die... durch die drei Sterne jetzt wieder bestimmte Quests jetzt machen können. Jetzt gehe ich erstmal nochmal hier hoch. Okay, hier schon mal nicht. Hi there. Aha, aber was wir auf jeden Fall haben, ist Sesams Quest. Das ist euer letzter Auftrag. Euer letzter wichtiger Auftrag für unseren Geheimplan. Bitte erklärt euch. Wir hören. Ich merke schon, ihr habt immer noch keinen Schimmer, was wir hier machen. Kaum zu glauben, dass ihr es trotzdem so weit gebracht habt. Egal, Hauptsache ihr führt den Auftrag aus und haltet dicht. Ich warne euch. Für jede üble Tat werden wir euch zur Rechenschaft ziehen. Ich hoffe für euch, dass ihr nichts derartiges im Sinne habt. Soll das eine Drohung sein? Ihr seid doch längst Teil der Gang. Egal, ich vertraue euch und wenn ihr wirres Zeug redet. Dieses Mal müsst ihr ein Monster aus dem Weg schaffen. Es ist kein schwaches Monster, aber nicht zu stark für euch. Wie gesagt, das wird euer allerletzter Auftrag sein. Also macht uns keine Schande. So. Wir sollen den dunklen Murakmor besiegen, welcher am Abwehrgeschütz 3 ist. Bei Abwehrgeschütz 3 treibt sich der dunkle Murakmor herum. Und das immer um genau diese Zeit. Geht hin und erledigt ihn. Mehr will ich nicht von euch. Wir nehmen uns eurer Sache an. Ich helfe dir, Amelia. So. Dann... hier ist Abwehrgeschütz 3. Dann kommen wir am besten hin von hier aus. Vom Zentralplatz. Ah, okay. Kenny Rohan hat auch gerade seine Quest da. Den kann ich die gerade auch noch mit annehmen. Neben der Brücke im Wohnviertel ist es ruhig geworden, nicht wahr? Dort haben nachts immer so seltsame Lichter gefunkelt. Aber sie sind plötzlich verschwunden. Wisst ihr warum? Bitte erklärt euch. Amelia, ich erlaube mir mitzuhören. Es ist meine Ehre, Dunben. Lass uns gemeinsam herausfinden, wo das Problem liegt. Ihr wisst es nicht? Ich könnte es euch sagen, aber ihr solltet es selber herausfinden. Ein seltsames Licht. Ehrgeiz ist eine gute Sache. Sag Bescheid, wenn du die Wahrheit herausgefunden hast. Wir nehmen uns eurer Sache an. Ich helfe dir, Amelia. Okay. Dann jetzt aber erstmal weiter. Zum Abwehrgeschütz 3. Filme direkt wieder Tanzäpfel. Kaum braucht man sie nicht mehr. So, und hier haben wir den dunklen Murakmor.
welcher ein Boss ist. So, dann. This represents no problem whatsoever. Okay, let's sort this out nice and quick. I don't have time for small fry. Manifest yourself. Ether is flowing through me. We're in a world of strife. Against the odds. We choose to fight. Water, the source of all life. We are victorious. Okay, let's get going. So, man hat gemerkt, der Gegner hat nicht viel drauf. Und ja. Jetzt können wir wieder zurück zu Sesam. So. Habt ihr ihn besiegt? Sehr gut. Es steht jetzt fast alles bereit. Die Nummer kann starten. Nur eine Kleinigkeit wäre da noch. Untersuch die Straßenlaterne am Eingang des Geschäftsviertels. Los, nur diese allerletzte kleine Kontrolle noch. Und dann? Dann kommt ihr wieder her. Und dann? Bumm! Vergesst nicht, ihr steckt mittendrin. Es gibt kein Zurück. Also überprüft nun die Straßenlaterne. Okay. Dann mal schauen, was Sesam in die Luft jagen möchte. Darauf steht, Pech, du bist den ganzen Weg umsonst gekommen. Es ist also nur ein Ablenkungsmanöver. Wir müssen Sesam aufhalten. Okay, dann beeilen wir uns mal wieder zurückzukommen. Da seid ihr ja wieder. Hey, starrt mich nicht so an. Seht gefälligst nach oben. Da oben hin. Na, gesehen? Haha. In letzter Zeit ist alles so düster und trostlos hier. Die Leute reden nur über deprimierendes Zeug. Also dachten wir uns, wir könnten allen eine Freude machen. Indem wir wenigstens den Himmel erleuchten, mit einem Feuerwerk. Wir hatten nur 3 Raketen, aber das muss reichen. Von Betty haben wir das Schießpulver ihres Ehemanns bekommen. Und Kenny Rohan hat uns Feuerwerk für uns entworfen. Wir haben alle dazu gekriegt, zusammenzuarbeiten. Gut, oder? Und ihr habt natürlich auch geholfen. Hoffentlich konnte ich eurer Bitte zufriedenstellend nachkommen. Ich würde sagen, mehr als zufriedenstellend. Komm schon, Milja, du kannst wirklich stolz auf dich sein. Wirklich? Das ist schön. Ich danke euch, Charla. Es hat viel besser funktioniert, als wir gedacht haben. Wir können uns wirklich auf die Schulter klopfen. Was? Ich hätte euch eher die Wahrheit sagen sollen. Das wäre ja langweilig gewesen. Wir wollten alle überraschen. Deshalb musste alles bis zum bitteren Ende geheim bleiben. Und nun zu eurer Belohnung. Ja, Belohnung. Dachtet ihr, ich lasse euch mit leeren Händen gehen? Niemals. Wer für mich arbeitet, liegt mir am Herzen. Und jetzt hört endlich auf, so überrascht zu gucken. Hier. So, der Plan. Durchführung. Abgeschlossen. Mit Angriff hoch. So, damit hätten wir Sesams Questreihe abgeschlossen.
ist auf jeden Fall eine schöne Überraschung am Ende, gerade dann mit dem, dass man denkt, er möchte irgendwas in die Luft jagen und dabei ist es ein schönes Feuerwerk. Ja. Außerdem zu gerade vorher noch mit Giorgio. Wir haben die Questreihe von ihm jetzt auch schon abgeschlossen. Es gäbe noch eine andere Mission für ihn. Giorgio kann nicht mehr. Diese ist aber eine Alternativmission zu Die liebe Paola. Also man schließt nur eine von beiden ab. Also ähnlich wie bei Liebesnachhilfe für sie und ihn kann man auch nur eine davon abschließen. Und ja, somit hätten wir auch nochmal einen ganzen Satz an, also zwei Questreihen abgeschlossen und haben ja schon eine neue bekommen, nämlich Das seltsame Licht von Kenny Rohan, und werden die dann in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!